Bobic sieht Bundesliga im Nachteil. Nach dem Spiel gegen den FC Augsburg kritisiert Freddy Bobic die Leistung der Schiedsrichter. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt sieht die Liga dadurch im internationalen Vergleich im Nachteil. In der Bundesliga spielen wir keine Zweikämpfe mehr. Aus meiner Sicht wird eh zu schnell gepfiffen. Ich finde es schade, weil international ist das Spiel dann doch ganz anders und wird auch anders bewertet. Otto Addo zurück zum BVB. Der Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo steht offenbar vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 43-Jährige steht aktuell noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Im Sommer läuft dieser aus. Bei Gladbach bereitet Addo die Nachwuchsspieler auf eine Karriere in der Lizenzmannschaft vor. Diese Funktion soll er auch beim BVB übernehmen. Salzburg findet Rose Nachfolger. Der neue Trainer von RB Salzburg heißt Jesse Marsch. Dies gab der Verein am Montagmorgen bekannt. Nachdem erst letzte Woche bekannt gegeben worden war, dass noch Trainer Marco Rose den Verein zum Saisonende in Richtung Gladbach verlassen wird, hat RB bereits jetzt einen Nachfolger gefunden. Der Neue kommt aus der Bundesliga und trainiert aktuell noch an der Seite von Ralf Rangnick RB Leipzig. Auch bei den New York Red Bulls saß der 45-Jährige schon auf der Trainerbank.